Fotolia weitet seine Aktivitäten im Bereich der Stockfotografie weiter aus. In Berlin hat es mit einer Ausstellung von George Meyer das Fotolia Lab eröffnet. Hier wird in Zukunft ein Treffpunkt entstehen, der mit abwechslungsreichen Veranstaltungen neue Einblicke in die Microstock-Fotografie gibt. Mein Name ist Martin Rubel von Löw, ich bin Geschäftsführer der Fotolia Service GmbH. Heute eröffnet das Fotolia Lab. Die Idee dahinter ist, dass wir auch unserer Fotografen-Community was zurückgeben wollen, dass wir einen realen Ort des Austausches kreieren wollen. Und jetzt haben wir Fotolia Lab geschaffen als Ort für künstlerisch relevante Fotografien, als Studio, Treffpunkt und Platz für Workshops und Präsentationen. George Meyer ist ein russischer Ausnahmekünstler, der uns durch seine besonders kreativen Porträtfotografien aufgefallen ist. Er hat auch mit seinen Bildern schon viele Preise gewonnen. Und wir freuen uns, dass er der erste Künstler ist, der uns im Fotolia Lab ausstellt. Сегодня в экспозиции представлено около 20 работ. Все эти работы создавались с какой-то концептуальной точки зрения, с какой-то определенной идеей. Когда я начинал заниматься фотографией, в частности для стоков, ни один из моих знакомых фотографов, ни я сам серьезно к стокам не относились. Поэтому я сразу проэкспериментировал и заслал несколько работ, которые больше, чем просто человек на белом фоне, которые связаны с какой-то определенной интересной художественной идеей. В общем-то, не прогадал. Работы имели какую-то популярность. Das Lab ist die erste Stockfotogalerie überhaupt weltweit. Fotolia wird hier künstlerisch anspruchsvolle Arbeiten aus seiner mehr als 15 Millionen Bilder umfassenden Microstock-Bilddatenbank ausstellen. Es ist geplant, dass circa viermal im Jahr für zwei Monate eine Ausstellung stattfinden wird. Und in den Zwischenräumen finden dann kleinere Veranstaltungen, auch Workshops zu zum Beispiel Fotorechtsthemen und zur Fotografie statt. Die Ausstellung von George Meyer läuft noch bis zum 30. Dezember 2011 und ist Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung in der Lüchner Straße 74 in Berlin geöffnet.